Schon lange Zeit bevor die ersten Katzen in verschiedene Katzenrassen unterschieden wurden, gab es in einigen Regionen der Welt Katzen mit längerem Fell. Das Langhaargen, das bei den in Mitteleuropa vorkommenden Katzen zur Langhaarigkeit führte, stammte von importierten Katzen. Diese Tiere wurden früher bevorzugt von wohlhabenden Leuten gehalten und galten als begehrte Haustiere. Die deutsche Langhaarkatze ist eine Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Katzenrasse, die nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu in Vergessenheit geriet. Im Jahr 2005 wurde die gezielte Zucht schließlich wieder aufgegriffen. Sie entspricht den frühen in Europa vorkommenden Langhaarkatzen, aus denen im 20. Jahrhundert Perser und britisch Langhaar entstanden sind. Von England und Frankreich ausgehend züchtete man diese Katzen seit Ende des 19. Jahrhunderts aber immer schwerer und pummeliger, die Köpfe wurden größer und insbesondere kürzer. Die Deutsch-Langhaar-Katze ist eine mittelgroße bis große Rasse. Sie hat ein langes Fell, eine Halskrause und Knickerbocker. Das pflegeleichte Fell ist von glänzender, seidiger Struktur und besitzt unter Wolle. Der Kopf ist gerundet, die Augen sind oval, groß und offen. Das Profil ist sanft geschwungen und die Ohren von mittlerer Größe. Die Deutsch-Langhaar hat ein sehr menschenbezogen, freundliches und unkompliziertes Wesen. Sie ist gesellig, ausgeglichen und besitzt eine ausgeprägte Sozialkompetenz, weshalb sie sich meist in Gesellschaft ihrer zwei- und vierbeinigen Familie am wohlsten fühlt. All das macht sie zu einer für die Wohnungshaltung sehr geeigneten Katze, die sich aber auch über einen sicheren Freilauf im Garten freut. Sie ist ausgesprochen umgänglich und verträgt sich problemlos mit Kindern, allen Freunden der Familie und tierischen Hausgenossen. Allerdings sollten die Vierbeiner mit Geduld aneinander gewöhnt worden sein. Daten über durch die Zucht verbreitete Krankheiten bei dieser Rasse liegen nicht vor. Die Beteiligung der IG Deutsch-Langhaar-Katzen gibt Grund zur Annahme, dass hier nach den Regeln der züchterischen Kunst alles Mögliche getan wird, um gesunde und vitale Katzen zu erhalten. Eine Deutsch-Langhaar sollte sehr langlebig sein. Belastbare Daten liegen jedoch noch nicht vor. Für weitere Informationen und unsere Tipps und Empfehlungen bezüglich Ernährung, Pflege und wie Sie Ihre Katze in kürzester Zeit stubenrein bekommen, finden Sie unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.